So, hallo und willkommen zurück. Wir wollen mal wieder ein bisschen weitermachen. So. Und zwar würde ich gerne noch ein bisschen an dem Gate-Raum weiterbauen. Aber natürlich auch gerade hier noch ein bisschen weiter abbauen. Und so. Und so. Und. Warum fällt das denn jetzt auf die Seite? Na gut. So, dann lassen wir hier erstmal ein bisschen was wieder abtransportieren. In der Zeit düse ich gerade mal rüber. Und dann machen wir hier ein bisschen weiter. So. Dann wollen wir hier natürlich, haben wir gesagt, ein bisschen weitermachen mit der schweren Panzerung. Moment, so. Dann ziehen wir das noch hoch. Und die andere Seite. So. Und so und so und so. So, alles klar. Nee, warte mal. So hoch muss das nicht. Oder? Da müssen wir mal gucken. Also hier auf jeden Fall muss ja zu. So. Dann wollte ich hier ja so eine Übersichtsgeschichte machen. Ja, die machen wir noch einen höher. Okay, dann kommt hier also quasi der Kontrollraum hin. Da hatten wir ja gesagt, da wollte ich die Dingensbummens nehmen. Sagt mal schnell. Diese verschließbaren Jalousien. So, sicher ist sicher. Was nehmen wir da? Advanced Shutters and Blinds Master Pack, das sind sie. So. Blind, blind, blind. Shutter, blind. Okay, irgendwie fehlen die mir gerade hier. Hybrid, da sind sie. Aber lustigerweise hier, Blinds, Blinds, Shutter, Shutter. Da sind die Hybrid nicht. Da sind sie nicht bei. Es gibt nicht für jeden Bereich scheinbar welche. Tja, wo haben wir denn? Haben wir hier Hybrid? Moment, ich suche mal ein bisschen anders. Alle Blöcke. Hybrid. So. Okay, die werden wohl nur irgendwo nicht angezeigt. Egal. Dann haben wir sie hier. Schrägen. Einmal zwei. Hybrid-Style. Mit Glas. Ich glaube, das waren die, die ich suchte. Ja. Das sind sie.
Alles klar. So, da ist die Frage. Da müssten wir hier... Ah, okay. Da muss ich erstmal gerade den Rand machen. Und zwar dann... Hier. Da. Da sind die schweren. Okay, reicht noch nicht. So. Jetzt die schweren. So. Okay. Das sind die. Dann müssten wir hier die Dinger dran kriegen. Das müsste so funktionieren. Na komm schon. So, so und so. Dann natürlich die Gegenkurve. So, wieder zurück. Okay. Jawohl. Das machen wir so. Und dann hier die drei wieder Schwerpanzern. So. 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 So, so, so. So. Und damit ist dann nämlich der Bereich dicht. So. Und so. Okay, das ist abgesichert. Da kommt man dann hier nur so durch. Jetzt muss man gerade gucken, wie weit wir hier mitkommen. Der geht da genau drüber. Okay. Den möchte ich dann gerade noch so machen. Okay, so. Oh nein, nicht schon wieder, meine Güte. So, okay. Der Raum kommt dann also zu. Bis dahin. Das kann weg. So. Der ist dann geschlossen. Hier, das wird der Gate-Raum. Okay. Da auf der Höhe geht's zu. Machen wir dicht. Und hier der Raum kommt einen höher. So, Moment. Den brauchen wir nicht. Und den brauchen wir hier nicht. So machen wir das. Okay, jetzt will ich gerade noch den Rest hier zukleistern. Damit der Raum ja, dicht und schussfest ist sozusagen. So, so, so.
So. Andere Seite. Okay, dann machen wir hier noch dicht und hier noch dicht. So. 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 Zack, zack, zack. Einmal das. So. So. Das Ganze dann hier auch nochmal. So, da, dazu, da, der weg, so. Okay, der Raum ist also abgeriegelt. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. So, Türen auf. Der Boden ist noch aus leichter Panzerung. Ist eigentlich verkehrt, ne? Okay, jetzt muss ich trotzdem mal gerade schauen. Leichte Panzerung hin oder her. Da ist aber... Ja, da ist ein Kriegsboden drunter. Okay, super. Jetzt kommen noch zwei Punkte. Zum einen... Sollte der unten drunter wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwer gepanzert werden. Zum anderen hatte ich ja gesagt, kommen Verteidigungsgeschütze da rein. Einmal weg, 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 weg hier. So, schwere Panzerung. So, 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 so. Falls hier irgendwer mit Raketenwerfern rumballert, nicht, dass sie dann auf einmal ein Loch in den Fußboden schießen, ratzfatz. Und dann doch eine Möglichkeit zur Flucht haben oder sich in der Basis ausbreiten können, indem sie durch den Kriegsboden gehen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen einen taktisch sicheren Gate-Raum. Okay, jetzt stehe ich hier quasi im Weg. Moment, muss ich hier mal einmal gerade drum rumlaufen. So, 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 so. So, dann machen wir das zu. Und das machen wir zu. So. Dann kommen hier auf jeden Fall... Da. 1, 2, 3, 4. Moment. Da. Da würde ich sagen, kommen auf jeden Fall Geschütze hin. Wie genau, wie viele und so, das machen wir noch. So.
So, nichtsdestotrotz, hier jetzt noch einmal weg. So, so, so. Schwere Panzerung. So, jetzt gucken wir hier mal gerade. Das fällt nicht gleich runter, ne? Super Sache. So, so, so. Alles klar. Perfekt. Oh. Haha. Guck mal, das hängt hier durch. Na gut, ist nicht schlimm. Na, komm schon. So, 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 so. Na. So, dann machen wir hier nochmal frei. Oh, entschuldigt, ich musste kurz niesen. So, also hier nochmal zu. Zack, zack, zack. Das gleiche kommt dann hier nochmal hin. Weg, weg, weg. Den, 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 den. So, so, so. So, 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 so. So. Dann wollen wir hier noch gerade den Rest machen. So, so, so und so. Eins, zwei, drei. So, dann hier auch mit einer Lücke wieder. So. Moment, da würde ich ja reinfallen. Das wollen wir nicht. So. Da, 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 da und da. Und weg, 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 weg. So, und dann haben wir auch einmal gerade den Boden ersetzt. So und so. So. Und da, da, da und da. Fußboden ausgetauscht. Sehr schön. So, jetzt machen wir hier nochmal ganz kurz auf. Weil hier ist ja auch noch ein Fußboden drin, gelle. So. Da auch Fußboden. Und hier auch. Also hier auch noch weg. So, 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 so. Oh, Leck gehabt. So. Alles klar. So, dann können wir hier jetzt noch gerade... Oh, ne, wartet mal. Ich gucke gerade so auf Sauerstoff und Wasserstoff und ähnliches. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, fliegen wir einmal gerade tanken.
Ja, Strom füllt sich auch auf. Dann können wir hier gerade schon mal weitermachen. Und zwar Generator da. Moment, so. So. Und so. Flaschen alle voll, perfekt. So, jetzt packen wir nochmal die Flex aus. Wir hatten doch hier noch... Genau, hier haben wir doch noch Zeug liegen. Was noch nicht zusammengesammelt wurde. So. Das Material wollen wir natürlich auch noch haben. Das kann jetzt nebenbei auch noch eingesammelt werden. Supi. So. Jetzt kann ich hier aber raus. Ach so, den Bereich hatte ich auch noch nicht. Ja gut, ist egal. Wie sieht das dann aus hier? Ist das ein normaler? Ja. Den einmal frei. Und dann hätte ich gerne natürlich aber in White. Hätte ich jetzt gerne hier ein T-T-T-shaped. So. Den hätte ich hier gerne drin. Na komm, nehmt's mit. Hopp, hopp, weg, weg. So, schön. Dann nehmen wir gerade mal die Adapter. Quatsch. Da. Die mache ich jetzt auch mal in der Farbe, weil die ja hier rein müssen. In die Lücken. Da haben wir eine Lücke. So. Und... Moment, da muss in dieser Richtung noch eine Lücke sein. Da. So, Top-Sache. Dann... Hier in der Etage wieder bitte diese Farbe. Und zwar 4. Doch, Kurve. So. Da eine Kurve hin. Hier ein T-Shape hin. Drei, dann kann da eine Belüftung hin. So, Kurve. Gerade, da auch noch eine Belüftung. So. Da auch noch eine Kurve. So, dann habe ich gesagt 7 für die Ventilationsgeschichte. Dahin und dahin. Und dann kann da noch eine Kurve hin. So, und dann sind die auch angeschlossen. Alter Vater, nee, hier kommt man schon eine ganze Zeit lang nicht mehr an die Oberfläche. So, jetzt ist natürlich die Frage, was packen wir hier Schönes drauf? Ich würde sagen, ein bisschen schwerere Geschütze, aber nicht zu übertrieben für den Raum. Bom, 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 lasst mich überlegen, lasst mich überlegen. Auf jeden Fall aber ein Geschützturm, ein Drehturm, Turret. So, was nehmen wir da? Also zum einen würde ich sagen, ich hätte gerne
Gatling-Geschütze. Interner Geschützturm, alles schön und gut. Den Gemini-Turret. Den würde ich sagen, hätte ich hier gerne drauf. Das ist natürlich genau verkehrt rum gewesen. Also nochmal. Hä? Der veralbert mich doch gerade, oder? So. Okay, das finde ich schon mal gut. Aber das ist mir zu niedrig. Nee, machen wir anders. Moment. Sorry. Die hätte ich dann gerne doch noch ein bisschen höher. Und optisch zumindest ein bisschen irgendwie gepanzert oder abgewehrt oder so. Da gucken wir mal, wie wir das machen. Da schaue ich mal. Aber ich wollte auch von oben irgendwie noch ein bisschen zusätzliche Verteidigung machen. Was machen wir da? Ich würde sagen, dann nehmen wir den hier. Das sieht gut aus. Müsste der sein, oder? Ja, sieht gleichmäßig aus. So, da können wir nämlich aus der Etage da auch noch dann Anschlüsse dran machen. Da muss ich aber wirklich mal gucken, wie wir mit den Anschlüssen verfahren. So, Straight Adapter, das ist wieder der, genau. Den kurz nochmal anders farbig. So, dahin und dahin. So, da können wir auch von hier hoch. Was ist das? Das ist Kurve. Kurve ist in Ordnung. Dann kommt die Kurve nämlich raus. Dann kommt da T-Shape rein. So. Ja, genau. So passt das. Den normalen 2, 3, dann kommt da ein Venti hin, 1, 2, 3. Ah, ich habe keine interne Panzerung mehr, verdammt. Moment, ich habe doch hier gerade einen Zugang. So, int, da. Ach, voll bin ich auch. Ja, nee, warte mal. Das Zeug, der ganze Käse, der kann auch weg. Den brauchen wir doch nicht. Und das brauchen wir nicht. Die großen Rohre brauche ich nicht. Damit muss ich doch nichts anfangen. So. Energiezelle brauchen wir nicht. Das war auch nur Deko. Nö, nö, nö und nö. So. Ja, damit können wir arbeiten. Alles klar. So, dann habe ich gesagt, 1, 2, 3, da einmal ventiliert, da, Kurve, so, dann kann da auch Ventilator hin,
So und so. Dann T-Shape. Und so. Nochmal ein Ventilator. Moment. So, so. Und so. Dann machen wir gerade die Internal Vent Gedöns-Geschichte. Dahin, dahin. Ja, hier meinetwegen nochmal. Und dann brauchen wir hier noch einen. So. Alles klärchen. Dann Kurve. Da T-Shape. Und jetzt Kurve dahin. Kurve dahin. Kurve dahin. Und da die normale. So. Damit haben wir die obere Reihe auch angeschlossen. Läuft, gell? Ich überlege gerade, ob man hier mal einfach eine Querrohrleitung legt. Nur damit das besser irgendwie verbunden ist alles. Gucken wir noch, gucken wir noch. Was ich aber machen werde, ich werde zwischendurch bestimmt irgendwo noch an ein paar Stellen Öffnungen und Schleusen und so reinbauen, dass man Ein- und Ausgänge dafür hat, damit man mal sieht, wo man ist. Denn solange wir da drinnen keine Schilder montieren können, wird das echt lustig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, mit da und da und da und hier unten und so, wenn man einmal in den Jeffreys-Röhren drinnen sitzt, sage ich jetzt mal, ich garantiere euch, da findet kein Mensch raus, der sich in den Ecken nicht auskennt und nicht genau weiß, wo er ist. Ein Irrgarten, eine kleine Irrgartenfalle nebenbei gebaut, die gar nicht Absicht war. So. Okay, also, hier der Anschluss ist oben auch soweit okay. Dann hatten wir gesagt, wollen wir hier jetzt noch ein bisschen Gedöns haben. Ich wollte noch andere Geschütze. Ja, Turret, aber hier ist... Was ist denn mit Gatling? Gatling, ach, Geschütz hieß das. Gatling-Kanone, Gatling-Geschütz. Normales Gatling-Geschütz. Ja, doch, ich glaube, das können wir noch machen. Das Ding darf dann auch in dem schönen Militärgrau, sag ich mal. So und so. Da kommen also Gatling-Geschütze hin. So, das sind 1, 2, 1, 2, 3. Bleiben 1, 2. Moment, jetzt muss man gerade was gucken. Okay, da reichen nur noch zwei Höhe. Das ist aber auch kein Problem. Trotz allem würde ich das hier gerne so machen. Also mal gerade probieren, wie das aussehen würde, wenn wir... Wenn wir... Langsam, langsam. Hier jetzt die
die Geschütze draufpacken. So. Und die jetzt noch ein bisschen verkleiden. Wie machen wir das? Ich glaube, das machen wir ein bisschen anders. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Lasst mich einen Augenblick lang überlegen, bitte. Ich überlege nämlich gerade, wie wir das ein bisschen dekorativ oder so auch hinkriegen. So, Moment. Dann nehmen wir mal schwere Panzerung, aber auch von denen. So. Und hier auch schwere Panzerung. So, dann gucken wir mal gerade. Die drei. So, und der... Und der. Na. So. So. Na. Okay. Lasst mich überlegen. Das ist soweit so gut, gelle. Was für ein Durchmesser hat das Ding? So und ein bisschen. Moment, müssen wir anders machen. Da nehmen wir jetzt mal die drei in flach. Na komm, da auch. So, jetzt den. Aber die Ecke davon. So. Wir wollten ja hier trotzdem noch einen Bereich freilassen, gelle? Ja, ich habe schon gesehen, der Raum ist einen zu schmal. Ist ärgerlich, ist aber jetzt so. So. Okay, das lassen wir so. Dann machen wir hier die kleinen Geschützplattformen. Und dann brauchen wir dazu noch... Wo habe ich sie? Habe ich hier gar nicht mehr. Dann einmal kurz... nicht Catwalk, sondern... Ja, das sind die Catwalks. Und die hießen andersrum... Laufsteg, genau.
So. Den normalen Stahllaufsteg. Damit verkleiden wir das. Muss ja keiner sehen, dass da eine Rohrleitung drin sitzt. So. Und dann... Und dann... Okay, machen wir erstmal so. Jetzt mal gerade gucken, hier bei den aktuellen Gatling-Geschütz. Torraum 01. Änderung Reichweite. 100 Meter reichen. Meteore anvisieren? Nein. Raketen anvisieren? Ja, wer weiß, was da rauskommt. Kleine Schiffe? Ja. Große Schiffe? Ja, wer weiß, was... Ne? Charaktere? Station anvisieren? Nein. Target Neutrals? Ja, auch. Okay. Dann hoffe ich mal, geht das so. Ich meine, warte mal, was sind denn das hier? 2,5. Was haben wir gesagt? 4 Stück sind 10 Meter, ne? Ach komm, da brauche ich nicht so viel da Reichweite. Reichweite reichen dann 50 Meter. Das sind 20 Blöcke. 20 Blöcke weit ist das hier nicht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind keine 20 Blöcke. Da reichen 20 Meter. 20 Blöcke, also 50 Meter. So. Gatling-Geschütz, Torraum 02. Dann reichen auch hier 50 Meter. Meteore nicht. Raketen schon. Station nicht. Moment, hatte ich hier... Ja, genau. Genau so war das. So, und jetzt versuche ich noch bei der Gelegenheit die anderen, Gemini Twin Turret. Torraum 01. Torraum 02. So, und hier machen wir auch 50 Meter reichen. Meteore nicht. Raketen und alles andere. Charaktere anvisieren. Stationen nein. So, und ich hoffe, das funktioniert dann. Ich muss mal ganz kurz wieder meinen Sauerstoff tanken hier. Hi, yep. Weiter, 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 weiter. Ich will nicht ersticken. So. Wir füllen uns noch einmal wieder auf. Ach Quatsch. Eggen. Gen. Da. Für Hydrogen oder Generator oder ähnliches. So, 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 so. So. Und wir sind wieder startklar, aber weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr es guckt. Und wir sehen uns. Tschüss.